Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. Lange ist es her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich weiß, das ist so ein Standardspruch mittlerweile. Es ist wirklich so, weil ich im Voraus produzieren muss. Und hier sind sehr unheimliche Geräusche gerade. Ich habe das Gefühl, dass wir hier gleich ganz üblen Besuch kriegen eventuell. Dann kann es schon gleich... Hört ihr das? Das hört sich an wie so ein ekelhaftes Gebrüll von irgendeinem Meerungeheuer, echt. Das wäre gar nicht schön. Wäh, das wäre überhaupt nicht schön. So, ja. Naja, jedenfalls, vielleicht werden wir auch gleich weggesnackt. Ich brauche dann vielleicht mal so das Fahrzeug Krebs, oder wie das heißt, ne? Vielleicht kann es ja ballern. Ich brauche was zum Ballern. So. Okay. Was hatte ich denn... Was haben wir denn vorgehabt? Warte mal ganz kurz. Was haben wir denn vorgehabt? Bauen auf jeden Fall Wärmekraftwerk. Das geht auch schon. Ich glaube, ne? Wärmekraftwerk. Die erste Regel zum Überleben in feindlichen Umgebungen ist, mit den vorhandenen Ressourcen zu arbeiten. Wenn draußen 800 Grad Celsius herrscht und die Gefahr besteht, jeden Moment an Verbrennung zu sterben, bei 800 Grad eine Gefahr besteht zu verbrennen. Also, ich habe schon das Gefühl bei 40 Grad, dass ich abbrenne innerlich. Naja, kann man ebenso günstige, zuverlässige Energie daraus gewinnen? Wandelt Wärmeenergie in Elektrizität um. Vor dem Aufbau immer Messwerte mit dem Thermometer bestimmen. Die Kernelemente sind in einem hitzebeständigen Gehäuse verbaut, aber nicht immun gegen extreme Temperaturen. Das Wärmekraftwerk, es ist heiß. Ach, hör auf. Wirklich? Das Gebrüll ist übel. Boah, da kriege ich voll Angst, ey. Ist das nicht wirklich dieses ekelhafte Seeungeheuer, das unsere arme kleine Seemotte fast verspeist hätte? Aber es hört sich an, als hätte es Hunger. Ich will nur schnell schauen. Ja, den muss ich auf jeden Fall bauen. Neptun-Startplattform. Neptun abheben kann. Achso, das war das, weiß nicht, die Rakete? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Konnte man nicht schon eine Rakete bauen? Krebs-Torpedo-Arm geht dann auch schon. Okay, also den Krebs können wir auf jeden Fall mal bauen. Was aber noch cooler wäre, wäre endlich mal dieses Tauchdock bauen zu können. Warte, Zyklop-Feuerlöschanlage, Maschinen, Effizienz, bla bla. Zyklop, ja. ja, mal schauen, wo ich das noch finde. Tauchdock, tatsächlich geht schon. Ah ja, habe ich das jetzt schon gebaut? Na, oder? Titanbahn, Schmierstoff und Blei. Oder habe ich das schon gebaut? Ich habe total... Ich müsste mal schauen, was ich so gemacht habe im letzten Bad. Ich vergesse das jedes Mal. Auf jeden Fall, dieses Wärmeblabla wollte ich noch schauen. Aquarium, bla bla. Schild, das ist auch nicht das Wahre. Eine ungewöhnliche Puppe. Na, da bin ich jetzt dann dran vorbei, glaube ich, ne? Warte. Kernreaktor, Pumpe, bla bla bla. Fenster, Verstärkung, Scannerraum, Tauchdock. Zyklop, bla bla. Scannerraum, Beschleunigungsmodul. Habe ich das schon gemacht? Ich hoffe. Der Arm, Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ah jo, I'm hungry. Jawohl. Gleich. Ich will vielleicht auch schauen, welche noch verhungern. Wo ist denn das jetzt, dieses Wärme-Dingsbums? Kann ich es vielleicht doch noch nicht? Das wird sein, dass ich es noch nicht kann. Dass ich nur einen Teil gelernt habe. Ja, so muss das sein. Aber dass ich es noch nicht kann. Weil auch wenn man schon einen Teil lernt davon, ne, kann man schon hier den Eintrag haben. Ich muss was schnabulieren. Was haben wir denn? Habe ich irgendwas Essbares? Den Nährstoffblock, den will ich auf keinen Fall essen eigentlich. Was ist das? Ich muss meine Sachen ausleeren. Was haben wir denn hier? Energiezelle bei 0. Mhm. Das Viech wird immer lauter.
Bevor ich verhungere, werde ich es essen. Aber ich will das eigentlich sparen, weil diese Nährstoffblöcke, die werden nämlich nicht kaputt. Und wenn wir wieder Erkundungen machen. Alter, das Tier macht, das Viech macht mich gerade ganz. Meh. Okay, hier sind volle Batterien. Habe ich leere auch schon drin? Na, nur volle. Okay, Salz kommt eigentlich rüber. Feuerlöscher. Die werde ich jetzt einmal horten da. Ja. Und ich brauche einen Kühlschrank. Hier hatte ich die Essenssachen drin, ne? Aha, Medikits, da kann ich auch gleich mal zwei wegschmeißen. George, das Plüschtier. Ah ja, dann nochmal hier so das Zeug. Das Zeug. Gut, ich müsste. Was haben wir hier drin? Aha, da habe ich auch nur Salz und das Zeug, oder? Na, nur Quarz. Salz ist keines. Ah, das sind nur diese Materialien. Okay, also Salz hatte ich eigentlich hier drin, ne? Silbererz. Auch nicht wirklich. Blei. Hä? Wie habe ich denn sortiert? Ah, da. Warte, hier. Hier ist auch nur so ein Zeug Silber drin. Okay. Ich glaube, ich habe alles verbraucht gehabt. Das wird es eher sein. Naja, ich lege mal das Titanklumper da rein. Auch dieses Mikroskop, bla bla, dass ich mal hier ein bisschen am Platz habe. Und jetzt muss ich unbedingt schauen, dass ich was zu essen kriege. So, weil ich möchte, den Nährstoffriegel behalte ich noch, aber ich möchte den ungern. Alter, das ist echt. Ich möchte den ungern verbrauchen, wollte ich sagen. Das Viech macht mich nervös. Was ist das? Ich sehe was. Ich habe da ehrlich gesagt ein bisschen Angst hier. Ich muss mich dringend wehren anfangen hier. So, da haben wir schon mal ein Glubschi. Ich werde versuchen, es zu fangen. Jawohl, das ist mir schon mal gelungen. Aber ein. Ah ja. Natürlich. Aber ein Fischlein ist mir natürlich zu wenig. Das kann mein Hunger nicht stillen. Vorne wäre noch ein Klubschi. Hoppala, das wollte ich gerade nicht. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur aussteigen. So. So, meins. Jetzt haben wir zwei. Ich glaube, das wird zur Not gehen. Alter Schwede, ich denke immer, es ist gleich so weit, ne? Es ist gleich so weit, wir werden mal weggesnackt. So. War ich in der Höhle schon? Ich habe keine Ahnung. So, aber ich muss jetzt mal nach Hause. Nach Möglichkeit. Wenn ich mein Zuhause nochmal anfinde. Ah, hier. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich hoffe echt, dass uns da nichts angeht, ey. Ich bin eh so nah an der Klippe hier. Hier wird wohl kein Viech vorbeikommen, erst. So. Schnell kochen gehen. So. Ja, grüß Gott. Ich brauche da ein Essen, bitteschön. Jawohl, und noch einmal. Und dann gehen wir gleich mal essen und trinken, weil trinken haben wir noch genug. Ich stelle mich da mal hier hin. So, Mahlzeit und Prost. So, jetzt mal wieder einigermaßen gesättigt. Was ein bisschen schade ist, dass ich noch kein Bett, glaube ich, herstellen kann. Das wäre halt schön, wenn man die Nacht überspringen könnte. Weil dann würde man eindeutig mehr sehen. Jo. Okay. Mir ehrlich gesagt, so im Finstern da raus, wenn schon so komische Geräusche sind, ist glaube ich nicht so schlau. Boah, das hört sich echt übel an. Na gut. So. Schauen wir mal, was können wir denn anstellen? Einheimische Lebensform lesen wäre mal nicht schlecht, ne? Mehr Augenstängel. Augenstängel. Ein in Höhlen vorkommendes Korallengewächs, das mit leuchtenden, lichtempfindlichen Augen gesprenkelt ist. Diese Augen lenken vermutlich in gewisser Weise das gewundene Wachstum der Stämme. Gewunden. Aha.
Gewundene Wachstum, ja, gewunden, also so Schlinge, Schlange, ne? Also nicht gerade. Ja, eventuell als Reaktion auf andere Lichtquellen, Nähe zu Höhlenwänden oder anderen Umweltbedingungen. Ah ja, dann den Lampenbusch. Okay. Lampenbusch. Diese Wasserpflanzenart hat sich an ein Wachstum in tiefen, sandigen Umgebungen angepasst und eine Aufrechterhaltung ihres Feuchtigkeitsniveaus gegen vergleichsweise extreme Außentemperaturen entwickelt. Das Wurzelsystem kann das Schiefergestein, auf dem es wächst, aufspalten und so einen festen Ankerpunkt bilden, sodass Fressfeinde die Pflanze nur abgrasen können, ohne sie ganz herauszureißen. Also ist das irgendwie vergleichbar mit einer Art Muschel? Weil die kann sich ja auch auf einem Stein festhalten, ne? Und lebt dann dort und stirbt auch dort. Na, das ist dann ein Korallen. So werden die Korallenriffe, glaube ich, gebildet, ne? Mit toten Muscheln. Glaube ich. Das Abgrasen führt dazu, dass sich Teile der Pflanzen lösen, wobei jeder Teil für sich wieder in der Lage ist, eine voll ausgewachsene Pflanze zu bilden. Was das hohe Aufkommen der Lampenbüsche in einigen Teilen des Planeten erklärt. Beurteilung: in kleinen Mengen essbar, hoher Wassergehalt. Ach, hör auf! Echt wahr? Das habe ich nicht gewusst. Wir haben eine neue Wasserquelle. Das ist gut. Membranbaum. Ja. Sonderbar, komisch, aber irgendwie auch cool. Also vom Ausschauen her. Dieses Gebilde trotzt jeder Kategorisierung. Ja. Es besteht aus verschiedenen Korallenarten, die zusammenarbeiten, um ein isoliertes Biotop zu schaffen, das in einer lichtdurchlässigen Membran eingeschlossen ist. Es wächst ausschließlich auf Basaltgestein im großen Riff und die homöostatischen Bedingungen im Inneren, ja, sind beträchtlich wärmer und reicher an mikrobielem Leben. Ja, hör auf! Was jetzt? Tust du dich einschalten oder ausschalten? Ich glaube, es ist morgen. Also in der Früh. Solar funktioniert wieder. So, nochmal. Da. So war jetzt der Satz. So weit oben. Wo war ich hier? Warte, da, ne? Hier. Bedingungen im Inneren, bla bla bla, leichter an Mikro. Leben als die äußere Umgebung. Genau hier. Die leuchtend violette Fauna im Inneren stirbt vermutlich schnell ab, wenn sie ungeschützt freiliegt. Ah ja. Gut, dann können wir ein anderes Mal weiterlesen, weil es ist wieder hell. Wer hätte das gedacht? Gut, dann würde ich sagen, dumm, 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 dumm. Ich mache mich mal ans Tauchdeck, ne? Blei fehlt mir, glaube ich, jetzt noch eines. Guten Tag. Das Tauchdeck. Wo soll man das hinbauen? Hier so ran wäre cool, ne? Ich brauche mein Konstruktionswerkzeug. Sind Sie das? Nein, ich glaube, das ist der Laserschneider, ne? Ich brauche mein Konstruktionswerkzeug. Das bauen wir da hin. So. Und das heißt, ich baue. So. Ich möchte bauen. Ich würde sagen, so. Ah, das kann man so auch teilen. Okay. Na, schon so noch zuerst. So wäre gut. Es wäre gut, wenn es nach unten weitergehen könnte. Ich glaube, das ist fast nicht möglich, oder doch? Wäre es möglich, dass man das. Warte mal, ich muss was probieren. Aha, das geht nur so mit dem Drehen. Okay, ich dachte schon, ich könnte es vielleicht aufstellen, dass es nach unten zeigt, ne? Dass man mit der Leiter nach unten gehen könnte, aber da breche ich mir wahrscheinlich allerhöchstens alles, was ich habe. So, dann würde ich sagen. Ah, wahrscheinlich wieder so mit, wie mit dem Scannerraum. Ich probiere es mal so. Okay, nein.
Warte. Oh, muss ich zuerst herstellen, ne? Dann verbindet es automatisch, oder? Sollte so sein wieder, oder? Oder? Na, das glaube ich nicht. Machen wir es nochmal kaputt. Ich glaube so, ne? Hoppala, Entschuldigung. Ich glaube, so könnte es was werden. So, hier fehlt mir dann noch Glas, ne? Sollte ich vielleicht doch nicht bauen. Vielleicht ein normales Rohr. Weil Glas ist ja so schwer zum Kriegen. Oh, hoppala. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich muss mal schauen, ob ich Quarz habe genug. Ich brauche, glaube ich, 2 Quarz oder mehr. So, geht's? 2 Glas habe ich gebraucht, ne? 2-mal Glas, ja. Ich schaue mal kurz, wie viel Quarz ich noch habe. Und dann schaue ich nach. Quarz ist hier mal keins. Blei habe ich jetzt hier 3. Da sind 3 drinnen. Blei habe ich genug. Um Gottes Willen, dass ich auch noch so viel. Quarz haben wir auch genug. 2 Quarz ergibt 1 Glas, glaube ich, ne? Ich glaube. Glas. 2 Quarz ist 1 Glas, ja. Wenn man es schön haben will, was soll man machen? So, passt schon mal. So, dann waren da glaube ich noch die Tarnbahn, die ich brauche. Die habe ich aber auch schon lagernd, also fürs Tauchdock. Oh, das wäre cool. I'm freuing. So, dann bauen wir das mal. Und, zack. Ja, das ist schon schön. Man ist es ein bisschen symmetrisch, so und so, ne? Ich meine, ich hätte jetzt auch hier so ein Häkchen, so ein Ding machen können. Aber ich finde es so fast besser. Glaube ich. So, hier brauchen wir jetzt das Schmierstoff, die Tarnbahn und 2-mal Blei. Nicht 4 Blei, sondern 2. So komme ich auf 4. Keine Ahnung. Egal. Also, 1, 2. Die Tarngeschichtel. Warte, das ist, müsste, glaube ich, noch hier drin sein. Da 1-mal, 2-mal und dieses Schmierstoff, bla bla. Ist das hier drin? Schmierstoff, perfekt. Und zack. Haben wir eh schon alles vorbereitet. Wie nice. Und bauen. Jetzt bin ich gespannt, ob es sich automatisch verbinden tut. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Yippie. Wir haben ein Tauchdock. Wir haben ein Tauchdock. Hurra, hurra, hurra. Sehr gut. Ja. Jetzt ist nur die Frage. Ah, von unten nach oben. Aha. Ja, logisch wieder irgendwo, ne? Aber für uns auch super, haben wir einen zweiten Eingang zu unserer Bude. Nice. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Geringen Hülle. Baue Verstärkung und oder entferne die Schwachstelle. Aha. Ist das neu? Ist das neu? Das ist weg jetzt, ne? Wow. Okay, Verstärkung bauen. Alles klar. Bringen wir mal unser Glück. Alter, da geht's. Da saufen wir noch, ey. Ich glaube, so schnell bin ich gar nicht im Bauen. Wie cool ist denn das? Entschuldigung. Wir saufen hier. Schau mal. Wie kriege ich jetzt das Wasser wieder raus? Schau. Da ist alles überflutet. Scheiße. Da wird jetzt hier alles hin, ey. Da ist wieder was hin. Ich glaube, ich gehe mal kurz tauchen. Ich glaube, ich muss hier die Verstärkung anbringen. Alter, wie blöd. Alter, wie blöd. So, warte. Verstärkung. So. Hier. Müsste auch gehen, oder? Nein? Weil es kaputt ist? Scheiße. Wie blöd ist denn das? Da geht's auch nicht. Hier auch nicht. Hier drüben vielleicht? Geht hier noch irgendwo eine Verstärkung?
Nein, hier oben auch nicht. Nein, nur mal da auf der Seite. Was brauche ich jetzt dafür? 3 Lithium und Titan. Ich gehe mal schnell. Ich hoffe, ich kann da noch rein. Ist schon alles unter Wasser. Ach, Schande. Lithium. Ich hoffe, es ist hier drin. Ich hatte mal sowas, oder? Hier liegt Lithium. Ich muss gerade lachen. Das ist so dumm. Ey. Nein, das will ich nicht. Geh weg da. Das will ich. So, 1, 2, 3. So. Was? Also, geht hier jetzt mein ganzes Ding auseinander? Oder ist es jetzt wirklich nur tatsächlich? Alter. Wegen einem Tauchdock darf ich das so nicht bauen? Darf ich das so nicht bauen? +7 Hülle. Nun bei +5. Okay. Alter, ich glaube, ich träume. So, ich würde gern das hier bauen. Ich brauche mal Luft, glaube ich, inzwischen. Ich gehe mal kurz Luft schnappen. WTF? Was ist das? Wieso ist das jetzt alles... Ich dachte, ich kann das Tauchdock unter Wasser bauen. Wäre schon cool gewesen. Normal schon, oder? Sollte schon passen, oder? Trinken muss ich auch mal kurz. Vital signs stabilizing. Ja. So, zur Not muss ich da ein bisschen Gemüse essen. So, ich gehe nochmal kurz Nachschub holen. Ich glaube, da kann ich ein paar von diesen... Ich gehe mal ins Falsche rein. Kann ich immer ein paar von diesen Dingern hier... 1, 2, 3... Nehme ich gleich mal mit. Schande. Hätte jetzt echt nicht... Hey, ich will das nicht. Ich will da rein. So, gib her das ganze Zeug. So. Hoppala. Alter Schwede. Aber sowas von hin. So, raus hier. Und schnell bauen. So. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das passiert. Ehrlich. Ja, ich glaube, ich mache das gleich so. 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 Und hier. Noch eine Verstärkung. Geht schon? Aha, hat das Ding jetzt keine Batterie mehr, oder was? Hä? Oder habe ich kein Material mehr? Ach, Titan fehlt. Wer hätte das gedacht? Okay, dann gehe ich nochmal kurz Luft holen und hoffe, dass ich jetzt irgendwo Schrott anfinde. Da wären ein paar Grubschiss, die müsste ich auch fast fangen. Damit ich hier was zu essen habe. Nach Möglichkeit. Passt. Der eine soll mir mal genügen. Jetzt brauche ich Metallschrott. Wer hätte das gedacht? Wo ist mein... Ach, da ist mein Scanner. Glaube ich. Ja. Ich bräuchte Metallschrott. Ich weiß, ich hätte jetzt können mit der Seemotte hier mich fortbewegen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Passt. So, schnell ein bisschen essen. Passing 100 meters. Ja. Oxygen efficiency decreased. Bist du jetzt dieses Sauerstoffding? Ja. Gib mal her. Alter. So, okay. Ich brauche Schrott. Den Klubschi noch, wenn es geht. Der hat gerade Angst vor uns. Wische ich ihn noch? Ah! Jawohl. Da ist kein Schrott, nein. Jetzt, wenn ich einmal Schrott brauche, ist keins da, ne? Ist wieder so typisch. Ich hätte doch die Seemotte nehmen sollen, ich Trottel. Naja. Vielleicht ist da oben was. Da oben ist ja meistens... Okay, von diesen Mistviechern sind echt schon verdammt viele hier. Ich hätte vielleicht sollen die Eier zerstören. Wenn ich hier so ein Monster-Ei sehe, wäre es wirklich besser, wenn ich es kaputt mache, ne? Da vorne ist schon eins. Zumindest mal... Wo ist denn mein Messer? Aha, ein Leviathan. So, Messer. Ja, würdest du? Jetzt hab ich's weggeschmissen. Ich will dich nicht wegschmeißen, ich will dich ausrüsten.
Ich will dich ausrüsten. Geht ja. Immer so nett. So, immer schön hinmachen am besten. Dann können die gar nicht das schlüpfen und da Überhand gewinnen. Weil die zu besiegen ist, glaube ich, ungut. So. Ich glaube, da vorne ist Metallschrott. Ich hoffe es sehr. Ja. So, also ich brauche den Scanner gar nicht. Genau sowas. Jawohl, doch, vielleicht ist da unten drin was. Ich gehe noch schnell Luft holen. Ich schwimme noch schnell zum Luft holen, so muss ich sagen. Gehen durch hier nicht. So. So, nochmal. Vielleicht finde ich noch ein bisschen Titan an. Da vorne, da wäre wahrscheinlich noch ein bisschen Schrott. Und ich hoffe, dass da was zum Scannen ist. Dann kriegen wir auch Titan. So, hier haben wir Schrotti. Hier haben wir natürlich nichts. Ist eh klar. Ich würde mich sogar über Salz freuen, wenn es gibt. Hm, das könnte ich auch. Da wäre auch Titan. Oder Blei war das gerade, Entschuldigung. Das war Blei. So. Aha, da vorne ist wieder so ein Raubfisch. Da hat man noch ein bisschen Schrott. Und dann müssen wir unser heimeliges Heim versuchen zu retten, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass es mit dem Tauchdock. Naja, man lernt ja nie aus. Was haben wir hier? Salz. Die Schlingpflanze, hätte ich noch Platz? Nein. Gut. Dann wird. Also. Wow! Geh weg! Alter! Geh heim! Mistviech. So, nix wie weg. Das nächste Mal nehme ich die Motte wieder. Ist besser. Ich dachte, das geht jetzt mal so schnell. Zack, zack. Und ich habe schon meinen Trumpf benannt, aber das war nicht der Fall. So, schnell zurück. Kann ich nebenbei, während ich schwimme? Oh, da, habe ich es weggeschmissen. Nein! Ich wollte es nicht weghauen. Ich wollte es nicht weghauen. Ich wollte es nicht weghauen. Ich wollte es einlösen. Also, das muss ich ja beim Fabrikator machen, ne? Ach Gott. Ich spiele zu viele Spiele nebeneinander. Das ist nicht gut. Da kommen wir wieder komplett durcheinander. So. Ah, ja. So. Jetzt gehen wir mal schnell Essen machen. Ein bisschen Wasser machen. Dann müsste ich noch die Sachen hier haben. Dann wäre es gut. Ja, Luft habe ich. Hätte ich echt nicht gedacht, dass mir hier. Dass ich hier mal so ein Problem krieg. Ey, wie blöd. So, Fabrikator. Machen wir zuerst das Titan. Na, zuerst Essen. Jo. So. Dann können wir hier schon mal Titan draus machen. Sehr gut, die Titanbahn brauche ich jetzt nicht. Werkzeuge, na, das brauche ich nochmal auch nicht. Wasser wäre gut gewesen. Für Wasser brauchte ich jetzt hier. War das jetzt. Warte, ich erstmal kurz. Nom, nom, nom. Das möchte ich aufbewahren. Das möchte ich auch aufbewahren. Was brauchte ich denn jetzt schnell? Salz habe ich drinnen. Bin ich doof. Was brauchte ich jetzt für Wasser? Zuerst dieses Chlor-Ding. Genau, die Röhrenkoralle. Passt eh. War die jetzt hier? Na, das war die Tischkoralle. Okay. Halt. Die Rohrkoralle ist dann hier. Da war sie. Genau. Eines reicht, glaube ich. Nehmen wir zwei. Ist wurscht. La, 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 la. Können wir mal Wasser ein bisschen auf Vorrat machen. So, also einmal Chlor. Und aus dem Chlor kann man das Wasser machen. So war das. Und ich brauche Luft. Und zwar schnell. Bevor ich was trinke, gehe ich nochmal schnell Luft holen. Ich gehe am besten in die Motte, brauche ich nicht nach oben schwimmen. Das müsste reichen. Dankeschön. Und ich bin schon wieder draußen. Ich wollte nur zum Luft holen. Du bist gerade mein Rettungsanker. So. Im eigenen Haus keine Luft zu bekommen, das ist hart. So. Falsch. Hier, Nahrung. Wasser.
H2O, genau. Und nochmal. Sehr gut. Jetzt können wir uns gleich ein Schlücklein gönnen. So. Nehmen wir noch einen zweiten Schluck. Ja, das ist gut. Titan. Titan, was bist du? Salz und Blei. Da brauche ich jetzt noch dieses Dings da. War das jetzt hier? War das jetzt da? Hier war es. Ich verdumme mich da immer, oder? Bin ich jetzt... Na, da hier ist es schon. Eins, zwei. Ich nehme gleich alles mit. Ist ja wurscht. Hoppala. Und der Part ist zu Ende. Na gut. Okay, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Dann war es das wieder für heute. So, ist das jetzt wieder alles verrutscht? Das ist umständlich. Konstruktionswerkzeug. Hier. Scanner. Da. Mach schon. Scanner. Du bist da klumpert. So. Dann Konstruktion. Wo ist die Reparaturgeschichte? Die kommt hierhin. Reparatur. Passt. Ja. Da ist der Strom wieder aus. Sehr gut. So. Also. Herstellen noch schnell und dann machen wir den Part aus. So. Da noch schnell. So, dann wird es wohl mal ein bisschen genug Verstärkung sein hier. So. Nun bei 33 ist immer noch zu wenig. Wer hätte das gedacht? Ach, habe ich hier schon? Ah, da habe ich ein Fenster gemacht, ne? Das kann ich gleich mal wegtun. Weil hier bringt mir das Fenster eh nichts. Hier kann ich eine Verstärkung anbringen. Ist besser. Ich glaube, das mit dem Glas war nicht so schlau. Hier kann man natürlich auch keine Verstärkung anbringen. Ist eh logisch irgendwo. So, und auf der anderen Seite würde ich sagen auch, habe ich hier ein Fenster angebracht. Nein, passt. Dann bauen wir das noch schnell und dann... So, hier von mir aus das Fenster. Ist schon ein bisschen besser. Plus 7 zur Hülle und viel zu wenig noch, ne? Was haben wir hier? Fenster. Das kann ich weg... Oh mein Gott. Ich brauche schnell Luft. Ganz schnell Luft. So. So, und machen wir mal den Part zu Ende und dann basteln wir weiter. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Tun, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, ja. Also dann, tschüssi.